Markus Rühl, eins der quasi ersten Massemonster, die Deutschland so hervorgebracht hat. Was war deine aktive Zeit für alle, die dich möglicherweise doch nicht kennen? Ja, also aktiv bin ich geworden 1995. Nach 3 Jahren Training bin ich erstmal auf die Bühne gegangen damals. Das war die Hessenmeisterschaft. Damals nur 2. Platz. Das hat mich auch motiviert weiterzumachen. 2 Jahre später ein deutscher Meister, dann Profi. Bis 2010 habe ich schon mein Unwesen getrieben. 14 Jahre lang als Profi aktiv gewesen und dann 2010 aufgrund einer Verletzung des Alters, muss man ganz ehrlich auch sagen natürlich, weil im Alter bist du vernünftig und vernünftig ist im Bodybuilding immer tödlich. Da musst du schon ein bisschen verrückt sein, deswegen dann der Rücktritt von meiner aktiven Karriere. Ja. Inzwischen bist du Bodybuilding-Botschafter auf YouTube. Ja. Wetterst auch manchmal gegen die jungen Leute, machst das aber genau richtig, bist nämlich selber jetzt da. Ja. Was unterscheidet heute, ich weiß, das könnte jetzt 2 Stunden gehen, aber wir machen es ein bisschen kürzer, heute denn den Fame und den Sport von früher? Ja. Mir wird es halt alles ein bisschen zu verkompliziert heute. Ja? Letztendlich hat sich der Sport ja nicht neu erfunden oder ist damals alles falsch gemacht worden. Ne? Letztendlich sind die Jungs, die heute top sind, trainieren genauso wie wir damals. Also es hat sich ja nichts verändert. Ich trainiere ja heute nach wie vor mit den Top-Athleten, Top-Profis. Und ich kann immer nur sagen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen mit den extrem verkomplizierten Dingen, die viele YouTuber euch beibringen wollen. Leidenschaft schlägt Wissenschaft, hat mal ein guter Freund von mir gesagt. Und das ist immer das, was mein oberstes Credo ist. Anstrengen, Basic-Training, gut essen, Eiweiß, Kohlenhydrate, das funktioniert nach wie vor. Und nicht alles zu extrem verwissenschaftlichen. Man soll mit der absoluten Zukunft gehen. Ja, man muss auch Dinge anerkennen, aber es ist nicht alles falsch, was damals war. Ja. Letzte Frage. Mythos mit Bodybuilding Geld verdienen. Viele wollen ja irgendwie Fame und alle eine Sophia Thiel sein und krass machen und so. Ja. Hast du einen Tipp für die? Ja, letztendlich vergesst niemals eure Schulbildung. Erstmal ein Standbein schaffen, dann kann man versuchen zu springen. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwer in unserer heutigen Zeit mit Fitness, weil es natürlich so viele gibt. Ja, Fitness ist ja eine Lebenseinstellung. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, top. Aber heute in Zeit ist es natürlich ganz, ganz schwer. Ja, und Sophia Thiel, riesen Respekt, was sie geschaffen hat. Aber da steht natürlich auch ein riesen Team dahinter, was die Sophia produziert und was sie natürlich auch bewirbt. Ja, eine Frage habe ich doch noch. Du bist was DBFV, also IFBB, alte Form Athlet. Ja, ja. Bist heute beim NAC zu Gast. Ja. Ich denke mal, dir geht es um die Sportler, nicht so sehr um die Verbände, oder? Nein, ich bin ja jetzt verbandsfrei. Ja? Mein Herz hängt am IFBB, ganz klar. Ich bin beim Olympia in Las Vegas, für mich nach wie vor der größte und beste Wettkampf, den es gibt auf der Welt. Aber ich bin ja jetzt mehr so, als du hast schon gesagt, als Botschafter unterwegs. Ich will den Sport repräsentieren, Bodybuilding, und nicht den einen Verband. Das ist mir ganz wichtig. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne.